Der demografische Wandel hat die Pflegebranche ja sowieso in den letzten Jahren schon auf eine harte Probe gestellt und wird das in Zukunft noch mehr machen. Insbesondere jetzt mit dem Hinblick auf die Covid-19-Pandemie wurden einige Schwachstellen innerhalb der Pflege bekannt. Unter anderem fehlen derzeit ca. 200.000 Pflegefachkräfte. Und in Zukunft muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die Pflegekräfte eine faire Arbeitsbedingung haben und auch eine faire Entlohnung bekommen. Und dies kann über Tarifverträge geschehen. Und zurzeit haben wir die Situation, dass in Deutschland weniger als ein Drittel der Pflegeeinrichtungen nach Tarif entlohnen und dadurch die Hälfte der Pflegekräfte in Deutschland nicht nach Tarif entlohnt werden. Und für diese Arbeitnehmer wäre natürlich ein Tarifvertrag eine Verbesserung ihrer Entlohnung, eine Gehaltssteigerung. Und deshalb, wer gute Pflege haben will, der muss auch gute Löhne zahlen. Eine faire und besonders der Verantwortung entsprechende Vergütung, dadurch eine größere Wertschätzung des Pflegeberufs insgesamt, insbesondere in der Langzeitpflege und für die Mitarbeiter durch tarifliche Entlohnung oder angeglichene tarifliche Entlohnung eine bessere Planbarkeit und auch Sicherheit für Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber und damit dann auch verbunden die Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufs für Berufseinsteiger und für Schulabgänger. Forderung der konzentrierten Aktion Pflege war eine verbesserte Entlohnung des Pflegepersonals und neben der Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen der Pflege wurde auch oder wird auch die flächendeckende Entlohnung nach Tarif als wesentliches Element für eine solche Verbesserung gesehen. Hierbei wird das regional übliche Entgelt, nachdem dann später gezahlt werden soll, das wird aufgeteilt in drei Qualifikationsgruppen. Und regional übliches Entgelt bezieht sich hierbei nicht auf eine Region, sondern immer auf das jeweilige Bundesland. Dadurch soll die Vorteile der Tarifverträge sollen allen Mitarbeitern, auch den Mitarbeitern, die eben nicht an Tarifverträge gebunden sind, zugutekommen. Dann, da die Regelung zur Tariftreue auch diese Mitarbeiter umfasst.